Am 15.03.2023 um 13.19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Alfter zu einem Brand an der Garage, die an ein Wohnhaus grenzt, in die Straße am Bähnchen alarmiert. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass ein Rasenmäher und weitere Gerätschaften gebrannt hatten, aber vom Hausbesitzer bereits gelöscht wurden, sodass die Feuerwehr nur noch luften musste. Der Hausbesitzer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasinhalation an den Rettungsdienst übergeben und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren die gesamte FF, ein Rettungswagen und ein Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.